Und es ist wieder soweit. Und da wird gerade meine neue Uhr fertig gemacht. Eine Woche am Abend irritiert mich die Zeitanzeige. Guck mal, ob man es sehen kann. Wir haben Freitagabend, Tag 1. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Und es ist wieder soweit. Eine Woche am Arm. Ich habe eine neue Uhr, die habe ich euch schon vorgestellt. Es handelt sich um die Sinn 105 STSA UTC in Weiß. Ich habe mir die Uhr gekauft, obwohl ich mit der Serie anfangs, als Sinn sie neu vorgestellt hat, nicht so ganz viel anfangen konnte. Eine tolle Uhr, aber sie hat mich nicht ganz vom Hocker gehauen. Warum ich mich genau für diese Uhr jetzt entschieden habe, das habe ich euch in meinem Review-Video ja schon gesagt. In dem Video hier soll es jetzt um meine Erfahrung eine Woche am Arm gehen. Alles das, was man beim ersten Review nicht sieht. Ein bisschen was von meinem privaten Leben, ein kleines bisschen was von meinen anderen Hobbys. Und am Ende gibt es dann ein Fazit. Wir haben Freitagabend, Tag 1, meiner eine Woche am Arm. Und meine neue Uhr ist noch am Arm. Es handelt sich um die Sinn 105 STSA UTC in Weiß. Aber wie ist es dazu gekommen? Ja, ich war mit meiner Frau heute in der Stadt, um einen lange bestellten Niesing-Ring bei einem Juwelier abzuholen. Und ich wollte noch zu Sinn, weil ich meine Sinn U1 zur Revision abgeben wollte. Und wie wir da so bei Sinn gestanden haben, ist natürlich auch mein Blick ein kleines bisschen durch die Gegend geschweift. Und eine Uhrenserie, die mir schon lange im Hinterkopf war, waren die 105er. Ursprünglich war ich mit den Uhren nicht so richtig warm geworden und deshalb wollte ich sie mir noch einmal etwas genauer angucken, wo ich sowieso vor Ort am Römerberg war. Und ihr könnt im Hintergrund sehen, dass tatsächlich nicht nur an meiner U1 gearbeitet wurde, wie auch, sie sollte ja gerade eben erst zur Revision abgegeben werden, sondern auch an einer anderen Uhr, wie ihr hier sehen könnt. Und da wird gerade meine neue Uhr fertig gemacht. Es war eine ganz spontane Entscheidung. Zum Glück war meine Frau dabei, da musste ich mir auch keine Gedanken machen. Es wurde sofort abgenickt. Und wir hatten auch exakt die gleiche Meinung, welche Uhr es denn werden müsste. Und so kam es, dass ich nicht nur eine Uhr bei Sinn gelassen habe, nämlich meine 101 zur Revision, sondern auch mit einer neuen Uhr ganz stolz aus dem Laden rausspaziert bin. Und wie ich das immer mache, ich habe die Uhren immer direkt am Arm, ich muss die tragen, ich kann die nicht lange liegen lassen. Und ihr seht es hier, Sinn am Römerberg, das ist das Schaufenster und ich habe dann tatsächlich die 105 STSA UTC in Weiß mitgenommen. Und selbstverständlich musste sie auch heute schon die Härten meines Alltags überstehen. Ihr seht, mein Haar war fällig, das Haar ist ab, die Uhr ist noch am Arm. Und morgen geht es weiter mit meiner eine Woche am Arm. Ein ganz spontaner Kauf und ich bin sehr gespannt, ob sich meine Begeisterung über die Woche hält oder vielleicht sogar noch verstärkt. Wir haben Samstagmorgen, 7:45 und meine Sinn 105 ist noch am Arm. Die erste Nacht hat sie gut überstanden, das Metallband trägt sich sehr angenehm. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, das ist nämlich hier die Uhr, die insofern etwas Besonderes ist, als sie in dieser Serie komplett perlgestrahlt ist. Die anderen sind entweder satiniert oder poliert mit diesem Gehäuse, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und mir gefällt das wirklich sehr gut. Das macht die Uhr etwas heller, etwas silbriger, passt sehr gut, wie ich finde. In der Nacht war sie wirklich klasse ablesbar. Da hatte ich ein bisschen Zweifel, weil Uhren mit einem weißen Ziffernblatt und weißen Zeigern, die haben dann, ich gucke mal, ob man es sehen kann, oft dann nochmal einen schwarzen Rahmen um die Indizes und die Zeiger, was ein bisschen Platz für Leuchtwasser wegnimmt, war aber gar kein Problem. Die Uhr war mega gut ablesbar. Was den GMT-Zeiger betrifft, da muss ich die Woche mal beobachten, wie sehr der mich tatsächlich vom Ablesen der Uhrzeit ablenkt. Aber da komme ich noch zu. Da habe ich schon gemerkt, dass ich bevorzugt auf den GMT-Zeiger gucke, weil der natürlich orange ist und die anderen Zeigern hell auf hell.
Das muss ich mal beobachten, wie sich das entwickelt. Aber am Arm ist die Uhr mega angenehm und ja, ich freue mich riesig, dass ich sie habe. Wir haben Samstagabend ungefähr 20 nach 11 und meine Sinn 105 ist noch am Arm. Also ich kann schon mal sagen, die Uhr trägt sich unglaublich angenehm. Wir hatten heute ungefähr 20 Grad. Ich war im T-Shirt im Wald mit dem Hund unterwegs, bin anderthalb Stunden durch den Wald gelaufen und oft habe ich das bei Stahlbändern schon mal, dass es an der einen oder anderen Stelle drückt oder das Band vielleicht nicht ganz so bequem sitzt, weil es eben nicht so weich und anschmiegsam ist wie Leder. Habe ich hier bei der Uhr überhaupt nicht gehabt und das fand ich richtig klasse. Eine typische Sache bei Sinn, das sind die Anstöße und die Endglieder, die nicht immer zu 1000% passen. Ich versuche das hier mal ein kleines bisschen einzufangen, werde aber über die Woche dazu noch einmal ganz genaue Detailaufnahmen machen. Aber das ist etwas, was bei Sinn ganz typisch ist, weil die Endlinks oft etwas abgerundet sind und die Hörner ein bisschen eckig und da kommt es dann zwangsweise zu einer leichten Passungenauigkeit. Was den GMT-Zeiger betrifft, muss ich sagen, er lenkt tatsächlich etwas beim Ablesen der Zeit ab, aber ich habe es heute schon häufiger als gestern geschafft, ihn beim Ablesen auszublenden. Ich bin gespannt, wie sich das über die Woche entwickelt, merke aber jetzt schon, es ist im Sinne der Zeitablesung für mich eine etwas langsamere Uhr, weil ich halt zwischen zwei Stundenzeigern unterscheiden muss. Und der orangene etwas präsenter auf dem Blatt ist als der schwarz umrandete weiße. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das für mich über die Woche entwickelt. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 3, meine eine Woche am Arm und meine Sinn 105 STSAUTCW ist noch am Arm. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Stahlband als sehr angenehm empfinde und das stimmt nach wie vor, obwohl es, und das zeige ich euch auch noch einmal, das Neuere ist mit den Hexschrauben, also mit den Sechskantschrauben. Ich persönlich mochte das alte Stahlband etwas lieber mit den Schlitzschrauben, weil das ein bisschen dünner, schmaler, leichter ist, aber das trägt sich auch sehr angenehm und hat den Vorteil, dass man es sehr viel leichter wechseln kann. Apropos wechseln, ich werde heute oder morgen auf das zweiteilige Silikonband wechseln. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen, denn das habe ich, hier ist übrigens die Box, habe ich mit der Uhr zusammengekauft. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Silikonband. Die integrierten von Sinn sind mir immer etwas zu starr und zu fest, zu spangenartig. Bei dem zweigeteilten ist das nicht der Fall. Das ist also, kann man es sehen? Da kann man sehen, das ist Sinn gelabelt, das ist das Originalband. Und ich finde das wirklich sehr angenehm, weil es nicht so fest am Arm anliegt, sondern etwas beweglich ist. Und was ich halt sehr schön finde, das zweigeteilte Silikonband von Sinn hat eine eigene Schließe, die man auch nicht separat kaufen kann, die es nur in Verbindung mit diesem Silikonband gibt. Und das finde ich ganz angenehm. Und ich denke, das sieht an der Uhr mit der schwarzen Lünette auch richtig gut aus. Ich halte es mal dran und zeige euch das. Ich denke, das wird der Uhr einen ganz besonderen Look geben. Und so werde ich die Uhr wahrscheinlich ab heute Nachmittag oder vielleicht auch erst ab Montag tragen. Ja, ich bin sehr gespannt und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wir haben Sonntagabend, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine Sinn 105 STSAUTCW ist noch am Arm. Ich habe, wie ich es angekündigt habe, das Band gewechselt. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Das finde ich nochmal ganz charmant, weil das der Uhr nochmal ein komplett anderes Aussehen gibt. Ich drehe es mal so ein bisschen ins Licht rein hier. Also ich bin ja nicht der absolute Super-Mörder-Fan von Silikonbändern, aber das zweigeteilte Silikonband von Sinn finde ich
richtig klasse. Und ich habe noch ein anderes Band entdeckt, das war im Sinn Uhren- und Technikforum diskutiert worden. Und zwar sind das die Bänder von Barton. Interessant ist, dass sie in zwei Längen kommen, kurzes und langes Ende. Das Blaue ist jetzt für eine andere Uhr. Ich habe mir das gleiche auch in Schwarz-Orange bestellt. Das heißt, die Unterseite, die hier hellblau ist, ist dann orange. Und das hier ist schwarz. Finde, das würde bestimmt super zu dieser Uhr hier passen. Das soll nach Plan Mittwoch ankommen. Das heißt, ich werde euch das in diesem Video noch zeigen können. Gerade war ich mit dem Hund draußen und das ist immer ein bisschen spooky, finde ich, wenn dann um die Laternen zwei, drei Fledermäuse kreisen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Anfangs war das für mich echt mega unheimlich. Unheimlich ist das Wort. Und mittlerweile finde ich es eigentlich ganz charmant. Wir hatten heute über Tag ein mega super Wetter. Ich blende euch hier ein paar Bilder ein, habe ein richtig tolles Waldstück entdeckt. Mit einem kleinen Teich, großer Pfütze. Mein Hund liebt Wasser, wenn es nicht zu tief ist, wenn es nicht zu kalt ist, wenn es sich nicht bewegt, wenn es keine Geräusche macht und sich auch in dem Wasser selber nichts bewegt. Also Pfützen. Und das war ein Paradies für meinen Hund. Hierher, komm. Motte, hier. Komm, hierher. Ja. Heute habe ich übrigens ein paar Mal auf die Uhr geguckt und habe den UTC-Zeiger überhaupt nicht bemerkt. Ich schaffe es also tatsächlich, ihn auszublenden. Ist für mich echt schön, weil das macht die Uhr schneller, also schneller in der Ablesung. Und was ich auch sehr charmant finde, ist, dass der UTC-Zeiger nicht leuchtet. Das heißt, die Ablesung nachts ist dadurch deutlich einfacher, weil man nicht bewusst unterscheiden muss, was ist UTC, was ist normaler Stundenzeiger. Selbst wenn er eine andere Form und vielleicht auch eine andere Farbe hätte, man muss sich dann trotzdem darauf konzentrieren. Und wenn man dann mal nachts wach wird, bin ich zumindest nicht sofort voll da und das dauert dann ein bisschen länger. So ist es für mich viel einfacher und ich begrüße das sehr. Wir haben Montagmorgen ungefähr 20 nach 7 und meine Sinn 105 STSA UTC in Weiß ist noch am Arm. Ja, über die Nacht kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen, außer dass mir gestern um 12 etwas aufgefallen ist, was ich direkt nochmal ins Bild gepackt habe und euch auch kurz zeige, wie unglaublich aufgeräumt das Ziffernblatt ist. Also das ist schon außergewöhnlich. Normalerweise hat Sinn da doch etwas mehr auf dem Ziffernblatt, vielleicht auch deshalb, weil sonst das Datum auf der 3 Uhr Position ist. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ach ja, eine Sache noch, und das ist echt eine Sache, an die ich mich wirklich gewöhnen muss. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sehen kann, aber auf dem 1 Uhr Index ist die 2 Uhr Zeit der UTC Einteilung zu sehen und habe ich mich schon ein paar Mal vertan, weil 1 und 2 ist in der Tageszeit doch relativ nah beieinander, sodass ich irritiert war, ist jetzt 1 oder 2 oder halb 2 oder halb 3, je nachdem wo der Stundenzeiger stand. Bei den anderen Zeiten fällt mir das nicht so auf, aber bei der 1 und bei der 2 ist mir das schon ein paar Mal passiert. Ich habe auch versucht, den Ring zu verstellen, dann passiert mir das nicht, aber dann fehlt mir so ein bisschen die Ordnung. Ich habe es gerne ausgerichtet und nicht durcheinander auf der Uhr. Deshalb versuche ich es mit der Ziffer 2 auf dem 1-Uhr-Index. Wenn das nicht geht, muss ich dann doch ein kleines bisschen für Unordnung sorgen oder einfach damit leben, weil ich nicht gewöhnt bin, UTC-Skalen auf meinen Uhren zu haben. Wir haben Montag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 20 nach 2 und wie ihr sehen könnt, meine Sinn 105 ist noch am Arm. Ich bin hier an einem meiner liebsten Plätze im Wald. Hier ist nämlich gerade ein bisschen Holz abgeholzt. Man kann hier ganz gut sitzen und was machen. Ich habe mir ein Stück Birke mitgebracht, was ich mir die letzten Tage schon besorgt hatte und habe auch eine ganze Menge von meinem
sonstigen Equipment dabei. Hier mein Set an Schnitzmesser. Und natürlich auch, damit es ein bisschen schneller geht, habe ich hier meine Axt dabei und auch ein kleines bisschen zu trinken. Und werde jetzt hier ein bisschen schnitzen, weil heute Nachmittag muss ich nicht arbeiten. Und ich werde das mega genießen. Bei dem Ganzen ist natürlich meine Sinn am Arm. Und morgen werde ich euch sagen, wie sie sich gemacht hat, ob sie gestört hat, ob die Krone gedrückt hat. Ich erwarte das nicht, aber das werde ich morgen genau wissen. Und wenn das Schnitzen geklappt hat, zeige ich euch auch morgen, was dabei rausgekommen ist. Wir haben immer noch Montag, 11:55 in der Nacht. Eigentlich habe ich meinen zweiten Teil, meine zweite Aufnahme für heute hier schon erledigt. Habe aber am frühen Abend noch was gesehen, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Manchmal an ganz seltenen Zeigerstellungen der Uhr irritiert mich die Zeitanzeige doch sehr. Schaut es euch einfach an und sagt mir, wie spät es ist. Bis morgen. Ciao. Wir haben Dienstagmorgen, 7:55 und meine Sinn 105 ist noch am Arm. Das ist jetzt der fünfte Tag meiner eine Woche am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ausgesprochen froh, dass ich die Sinn gekauft habe, weil sie eine Uhr ist, die ich in dieser Art und Weise überhaupt nicht in meiner Sammlung habe. Und auch, weil sie mich ein kleines bisschen aus meinem üblichen Trott des Zeitablesens rausgerissen hat. Denn mit der 24-Stunden-Skala auf der Lünette und dem UTC-Zeiger, das ist für mich hin und wieder eine Herausforderung. Ich kann es nicht anders sagen. Und in gewisser Weise finde ich es schön, mich ein bisschen selber zu fordern, aber nicht zu überfordern, denn dann würde mir die Uhr nicht gefallen. Und die Sinn hier ist genau an der Grenze. Ich mag auch das schwarze Silikonband übrigens richtig gerne, weil es der Uhr nochmal einen außergewöhnlichen sportlichen Look gibt. Noch anders als das Stahlband. Finde, das passt ausgesprochen gut. Übrigens, was ich auch besonders klasse finde, ist, die Lünette ist tegmentiert und hartstoffbeschichtet und damit extrem kratzerresistent. Der Rest der Uhr ist nicht tegmentiert. Wir haben Dienstag, 11:15 und ich gehe mit meinem Hund raus. Was ich euch aber zeigen wollte, war die Leuchtmasse der Uhr. Das muss ich dann gleich nochmal machen. Ja, das müssen wir jetzt uns nicht angucken. Ich mache mal kurz einfach die Lampe aus und dann können wir hier tatsächlich kurz gucken, wie die Uhr leuchtet. Ich werde das aber nochmal etwas genauer zeigen. Mit einem anderen Video morgen über Tag. Ja. Ja, und so sieht es also hier aus, wenn ich abends ins Feld gehe. Wir haben Mittwochmorgen, Tag 6, meiner eine Woche am Arm. Wir haben ungefähr 7:30 und meine Sinn ist noch am Arm. Das Silikonband trägt sich so, wie ich es erwartet habe. Ich hoffe sehr, dass mein neues bestelltes Silikonband heute noch ankommt. Dann würde ich das heute noch an die Uhr packen und euch sowohl das neue Silikonband an der Uhr zeigen, als auch etwas, was mir beim Stahlband aufgefallen ist. Ich hatte das anfangs der Woche gesagt. Ja, das ist mein Plan für heute. Heute werde ich eine ganze Menge Videos machen. Ich werde sowohl die neuen Silikonbänder in einem Video vorstellen, als auch die 105 insgesamt vorstellen. Natürlich werde ich mein Video eine Woche am Arm weitermachen und vielleicht nutze ich sogar die Gelegenheit und drehe ein kurzes Video darüber, wie die Armbänder von Seiko 5 Uhren zu kürzen sind, denn ein Nachbar von mir hat mir seine beiden Seiko 5 gestern noch gegeben mit der Bitte, ob ich nicht bei der zweiten Uhr das Band auch kürzen kann. Er hat meine Videos gesehen, weiß, dass ich mich für Uhren interessiere und seitdem kürze ich ihm die Armbänder von seinen Uhren. Ja, wie ihr sehen könnt, die beiden Uhren sind wirklich klasse, gefallen mir optisch sehr gut, passen natürlich nicht ganz in mein Thema deutsche Uhren rein, sonst hätte ich sie schon längst auf meinem Kanal gezeigt, aber ich möchte das nicht zu sehr aufweichen. Ja, in der Hoffnung, dass ich heute noch viel mehr von der Uhr zeigen kann, Nachtschuss, Leuchtmasse,
Stahlbandanschluss und hoffentlich auch das neue Silikonband, freue ich mich auf den Tag und bin gespannt, was ich euch über Tag noch alles zeigen kann. Ich hatte ja schon ein paar Mal über die Anstöße von der 105 gesprochen. Heute habe ich das Review-Video zu der SIN gemacht und da habe ich direkt die Gelegenheit genutzt, einmal im Detail aufzunehmen, was ich meine. Und zwar kann man das hier ganz gut sehen, die Endstücke der Hörner sind gerade, flach und eckig, auf beiden Seiten leichte Fasern reingeschliffen, eigentlich wunderschöne Hörner, aber die Endstücke des Metallbandes sind abgerundet. Wenn man das ein bisschen ins Licht hält, dann sieht man das. Und wenn man von der Seite guckt, dann sieht man das auch, dass hier das Horn etwas übersteht, das Bandglied vorher abfällt. Und das hat man auf beiden Seiten. Und das ist eine Sache, die ganz typischerweise bei dieser Gehäuseform bei SIN auftritt. SIN hat auch noch eine andere Gehäuseform mit leicht rundlich abfallenden Hörnern. Da tritt das kaum auf, beziehungsweise nicht so, dass es mir regelmäßig auffällt. Aber bei dieser Gehäuseform fällt es mir immer wieder auf. Es stört nicht wirklich, es wackelt nicht, es beeinträchtigt die Funktion in keiner Weise. Es ist aber optisch nicht konsequent umgesetzt. Das Endglied könnte man in der Tat auch anders gestalten, dass es besser zum Gehäuse passt. Ja, ich habe da noch eine zweite Sache, die heute angekommen ist. Und da hatte ich ja auch gesagt, das würde ich euch sehr gerne zeigen, wenn es kommt. Es ist tatsächlich noch rechtzeitig gekommen, was mich sehr freut. Und zwar sind das die Barton Silikonbänder. Und da muss ich erstmal das Stahlband hierfür abmachen. Das geht unglaublich stramm. Ich mache es mal ab und melde mich wieder. So, jetzt habe ich das Stahlband abgemacht. Das geht bei dieser Uhr erstaunlich straff. Da brauche ich mal 2-3 Anläufe für. Was ich sehr schön finde bei der Uhr ist der orangene UTC-Zeiger, auch wenn er mich manchmal ein bisschen ablenkt. Und habe gedacht, ein Band, was diese Farbe aufnimmt, wäre doch ganz nett. Und da bin ich bei Barton fündig geworden. Ich habe auch zu Barton schon ein separates Video gemacht über die Bänder. Insofern zeige ich euch hier nur, wie es an dieser Uhr wirkt. Von oben sieht es aus wie das ganz normale schwarze Silikonband, ähnlich dem von SIN. Allerdings hat dieses Band eine orangefarbene Unterseite. Und das macht es wirklich sehr schön passend zu der Uhr. Und das Schnellwechselsystem tut das Seinige, um das Band wirklich schnell und einfach an die Uhr zu montieren. So sieht es wieder ganz normal aus, aber hat man die Uhr am Arm, erscheint hier ganz leicht ein orangefarbener Schimmer und am Arm kommt auch die Unterseite ganz leicht durch. Gefällt mir richtig gut und passt meiner Meinung nach hervorragend zu der Uhr. Ich denke, das wird für eine geraume Zeit mein Standardband an der Uhr bleiben. Wenn ihr mehr über Barton wissen möchtet, was es mit der Nase auf sich hat, die Nase, ich zeige euch die Nase noch mal ganz kurz an einem anderen Bartonband. Ja, hier könnt ihr die Nase sehen. Und dann gibt es hier noch ein großes Loch, die Nase in das Loch. Alles das habe ich in einem separaten Video gezeigt. Mir geht es jetzt hier nur darum zu zeigen, wie dieses Band an der 105 wirkt, mit den leichten orangefarbenen Akzenten von der Seite. Es ist nicht zu viel, ganz dezent und passt wirklich klasse zu dieser Uhr. Mir gefällt das und ich bin gespannt, wie die Uhr in einem Jahr an diesem Band wirkt, ob ich immer noch das Silikonband dran habe, obwohl ich ja nicht der 150-prozentige Silikonband-Fan bin. Morgen gibt es da mein Fazit. Für heute war es das. Wir haben Donnerstag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 10 nach 4 und meine SIN 105 ist noch am Arm.
Ja, was ist mein Fazit nach der Woche? Ach nee, zum Fazit kommen wir gleich. Vorher zeige ich euch noch ganz kurz ein paar Nachtaufnahmen mit der Sony gemacht. Die letzten Nachtaufnahmen im Video waren ja mit dem Handy gemacht. Ich zeige euch das nochmal mit einer etwas besseren Kamera, weil ich finde, das hat die Uhr verdient und versprochen hatte ich das ja auch. Naja, ihr könnt also sehen, die Uhr ist absolut nachttauglich. Besonders gut finde ich, dass der UTC-Zeiger nicht leuchtet und nachts, wenn ich müde bin, nicht ablenkt. Was ist mein Fazit nach einer Woche? Also mein Fazit ist, dass ich die Uhr als ausgesprochen bequem, angenehm und gut zu tragen empfinde, was mich aber auch nicht gewundert hat. Sie hat ja das gleiche Gehäuse wie die 104, insofern kannte ich das. Aber anders als die 104 ist der Boden etwas anders gestaltet. Das heißt, vom Boden her trägt sie sich für mich noch etwas besser als die 104. Von der Größe, von den Abmessungen, von der Höhe her alles perfekt. Besonders gut finde ich, dass die Lünette, der Lünettenring, tegimentiert ist und hartstoffbeschichtet und somit das robusteste, kratzfesteste, was Sinn im Augenblick aufzubieten hat. Das beruhigt mich sehr im Alltag, weil ich doch an manchen Uhren an den Lünetten ein oder zwei kleinere Stellen habe und hier wird das so schnell nicht passieren. Positiv finde ich auch, dass ich ein anderes Band dran habe. Ich hatte euch das ja schon vorgestellt und gezeigt. Ich versuche es nochmal hier ein bisschen zu zeigen mit dem Orange. Ich finde das wirklich klasse. Ich finde, das passt hervorragend zu der Uhr und ich würde mir wünschen, dass Sinn solche Art von Bändern zweifarbig gestaltet, passend zu den Uhren, vielleicht auch ins Programm aufnimmt. Für mich wäre das ein absoluter Volltreffer. Was den UTC-Zeiger betrifft, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Es hat auch nach einer Woche noch nicht reibungslos geklappt. Aber das wusste ich vorher, insofern keine Beschwerde. Mein einziger Kritikpunkt, wenn ich es so nennen möchte, ist, dass ich mir wünschen würde, dass der Stundenzeiger entweder eine irgendwie anders geformte Spitze hätte oder ein kleines bisschen breiter wäre, um besser erkennbar zu sein, wenn Stunden- und Minutenzeiger sich überlagern. Das war es aber auch schon mit der Kritik. Ansonsten finde ich die Uhr mega gelungen. Nach der eine Woche am Arm habe ich eine Abweichung von unter 7 Sekunden, läuft also auch super genau. Ich habe kaum etwas auszusetzen und freue mich sehr, dass ich sie habe. Und ich glaube auch, dass die ein regelmäßiger Begleiter für mich sein wird. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt, ob ihr euch auch für eine interessiert und wenn ja, welche Version. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.